So, YouTube, es geht direkt weiter. Wir waren mitten im Spieletalk über alte Games und dabei, Ignum und Sprengstoff herzustellen, um ja, Zeug zu erzeugen. So, da haben wir ihn. Und jetzt können wir 200 Sprengstoff herstellen. Und ich glaube, wir können noch mal zweimal mitnehmen. Wir brauchen viel Sprengstoff, habe ich gemerkt. Und ich habe 500 verballert, um den Berg hier vorn zu sprengen. Von daher nehme ich jetzt noch mal ein bisschen mehr mit. Weil du halt solche Spiele magst. Ah, unterschätzt das mal nicht. Factorio ist gerade das Thema. Ich mag solche Spiele nicht. Ich mag die Spiele, weil ich hier auch simpel bauen und rumhüpfen kann. Ich mag zum Beispiel Anno 1800 nicht, weil es mir zu komplex geworden ist. Von den ganzen Reihenfolgen und ineinandergreifenden Mechaniken. War mir einfach viel zu viel. Hat mir einfach gar keinen Spaß gemacht, nicht? Und genauso bei Satisfactory. So die ersten Sachen finde ich immer cool, aber irgendwann wird es so komplex, habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Egal wie schön das Spiel ist, nicht? Und hier, das hier ist alles simpel, überschaubar, einfach für mich zu planen. Hier hast du nicht irgendwie, du brauchst 30, 40 Sachen für eine Sache zum Herstellen. Hier hast du zwei, drei Eingänge. Das finde ich einfach schön. Das ist okay. Das, so will ich das. Nicht zu kompliziert. Ich will keine Arbeit nach der Arbeit. Das ist immer mein Motto. Und wenn dann so ein Spiel so extrem umfangreich ist, ist es vielleicht für viele schön, aber nicht mein Spiel. Und ich hüpfe auch manchmal einfach gerne rum und mache gar nichts, nicht? Dann hüpfe ich einfach im Kreis, weil ich einfach gerne hüpfe in Spielen. Und ich bin halt da anders gestrickt als, glaube ich, der Durchschnitt. Ich brauchte die Pulverdinger da hinten. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Aber wir stellen ja eh erstmal 100 her, das heißt, wir haben Zeit. In 2D behält man besser die Übersicht. Solange es da nicht rauf und runter geht, stimmt das, aber manchmal hast du dadurch auch nicht die Möglichkeiten. Also ich weiß, es ist nichts, was ich anfassen würde. Zum Beispiel hatte hier Omitted Brain immer dieses eine Spiel vorgeschlagen, was so ein bisschen wie Dings funktioniert. Da hast du so eine Kolonie und musst die aufbauen. Oh. So ein bisschen wie RimWorld. Ah ja, hier, die brauche ich. Drei zu drei. Aber ich habe noch so viel Ignum-Erd-Schotter. Shit. Oh, ich komme nicht mehr drauf. Ich habe davon immer nur die Demo gespielt. Ja, das Spiel ist jetzt nicht schlecht und schön, aber es ist einfach nicht mein Spiel. Und so 100% abgeholt hat es mich halt nicht. Und dann ist man natürlich enttäuscht, wenn dem anderen das Spiel nicht gefällt, was man selber mag. Na, sag mal, komme ich da vielleicht mal vorbei? Die Kante hat mich da immer runtergeschubst. Ey, jetzt hänge ich hier überall fest. Kenshi, ja, zum Beispiel. Kenshi auch. Hä? Warum ist jetzt... Ach so, weil ich mehr von dem Zeug herstelle. Oh, das ist ja schlecht. Oh, Kacke. Wartet, am einfachsten ist Folgendes. Wir bauen einfach so einen Block hier hin, den wir dann danach abreißen können. Da haben wir nämlich frei. So, dann kann ich nämlich 81 herstellen und dann haben wir nämlich viel mehr Platz. Und dann rollt der Rubel hier auch endlich mal wieder. Du würdest nicht random irgendeinen Scheiß empfehlen, ja? Aber ich kenne mich zu gut. Also ich habe es ja gesehen und ich habe es dann auch
bewusst, glaube ich, auf die Ignore-Liste gepackt. Nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist, sondern weil es nicht ein Spiel für mich ist, einfach. Und das ist halt auch wichtig zu wissen, was man mag und was man nicht mag. Klar verpasst man so vielleicht die ein, zwei Sachen, die vielleicht doch etwas für einen wären. Okay. Nur noch 43. Okay, dann habe ich aber jetzt viel zu viel von dem Zeug im Inventar. Shit. Okay, wir haben auf jeden Fall viel Sprengstoff. Aber warum kann ich das nicht herstellen? Xenopherit-Platten fehlen mir. Ach, das ist das Problem. Ich habe genug Sprengstoff hier im Inventar. Warte mal. Ich habe dann 150. Das sind 300... 450. 1, 2, 3, 4. Hier fehlen mir 8. Und hier fehlen mir auch ein paar. Ja, okay, aber das kann ich durch Stangen oder sowas ersetzen. Das heißt, eigentlich fehlen mir nur noch Platten. Holen wir uns doch kurz die Platten. Schande über dein Haupt! Ja. Aber es liegt eher daran, dass man zu wenig Zeit hat. Ich glaube, wäre ich zum Beispiel ein Vollzeit-Streamer und würde den ganzen Tag Spiele spielen und Let's Plays machen und sowas, dann würde ich auch in sowas reingucken, weil ich dann genug Zeit dafür hätte. Aber ich habe ja nicht mal genug Zeit für die Spiele, die ich hier aktuell spiele. Ich habe Hydroneer, haben wir immer noch nicht fertig. Das hier haben wir nicht fertig. Worker and Resources steht an. Lysera wollte ich nochmal spielen. Was ist noch? Pax Dai wollte ich eigentlich reingucken. Dann habe ich jetzt noch ein geheimes Spiel, was ich euch nicht verraten darf, was ich aktuell spielen darf. Sehr, sehr geil. Dann kommen noch andere Sachen. Also, ich muss erst weglegen. Inventar voll. Ich sag mal so. Man muss einfach Abstriche machen und irgendwann sagen, das geht nicht oder das macht man nicht. Und dann ist es, wie es ist. So, das brauche ich nicht mehr, nicht? Biomasse kann weg. Okay, und das kann weg. Warte mal, das kam, glaube ich, hier rein. Okay, damit haben wir ja, glaube ich, schon 80% abgedeckt. Hast du die News live bei You schon mitbekommen? Oder die Reviews von Pax Dai? Nee. Pax Dai wollte ich, da kannst du mal zu erzählen, das wollte ich mir eigentlich angucken, aber dadurch, das Problem ist, Open Source, Social, Game, gestaltet euren Inhalt selber. Ja, ich kann mir auch mein eigenes Spiel designen. Da war ich eigentlich schon so ein bisschen raus. So, die Idee wieder geil, aber so, wie hieß es? Life is Feudal, MMO? Es gab irgendwie 30 Bäume auf der Karte, die wurden sofort von russischen Clans geclaimed. Ein deutscher Clan hat irgendwie eine Insel besetzt und du als einzelner Spieler hast gar keine Ressourcen bekommen. Das Spiel MMO war tot, einen Monat danach. Die haben einfach nur abgescammt, die Leute, und waren dann weg vom Markt. Nee, danke. Brauche ich nicht nochmal, muss ich gestehen. Lass ich die Finger von, auch wenn ich gerne reingeguckt hätte. Aber ja. Muss ja nicht sein. Ich kann aber mehr Platten mitnehmen jetzt, oder? Muss ich nicht nochmal zurück wegen Platten. Sonst habe ich gleich einen Platten. Äußerst negativ momentan. Ja gut, war zu erwarten. Serverprobleme. Ja gut, es ist Alpha-Zugang. Wenn du das backst und dann über Serverprobleme, ja, den Menschen ist manchmal nicht mehr zu helfen. Du kannst echt nur ausgewählten Personen zu sowas dann noch Zugang geben. Damit du dich nicht selber kaputt machst als Hersteller. Das ist echt schade. Okay. Was fehlt uns noch?
für Sprengstoff die Drahtspulen nur noch. Wir kriegen 107 Drahtspulen. Platten haben wir genug, also können wir jetzt wieder nach hinten. Und dann können wir alles wegsprengen und dann sind wir glücklich. Und Life by You sollte ein Zimtsack werden. Ja, genau. Wurde Jahre dran gearbeitet und jetzt hat Paradox die dicht gemacht. Ach so. Okay, nee, das habe ich nicht mitbekommen. Das ist ja krass. Okay, das ist heftig. Das ist das, was ich vorhin erzählt habe, wo du noch nicht da warst. Ich krieg solche Sachen immer nur am Rande mit, weil ich mich 0,0 für irgendwas wirklich so interessiere, dass ich es intensiv verfolge, weil alles, was ich verfolgt habe, hat sich so als Müll rausgestellt. Ich warte einfach nur noch, bis was da ist, es im Angebot ist und es gut ist und dann hole ich's. Und deswegen spiele ich auch lieber die Sachen, die ich schon kenne und habe und weiß, dass sie mir gefallen, glaube ich. Das ist halt so traurig. Aber Starfield und Cities Skyline 2 haben es vorgemacht. Der Spielindustrie ist halt nicht mehr zu vertrauen. Und ich meine, Paradox ist auch nicht wirklich ein guter Anbieter. Muss man einfach auch mal so sagen, leider. Die sind eigentlich ziemlich gefährlich, finde ich, für einen Spielehersteller. Okay, ich brauche eigentlich 200 davon. Können wir schon mal sprengen gehen? Und ein bisschen was von dem Sprengstoff einsetzen. Warte schon ein bisschen drauf, dass ein paar Monaten so ein Video kommt von wie bei Gollum. Da muss ja echt was schiefgelaufen sein. Ja, ich glaube, das sind halt heute alles die gebildeten Leute aus der Uni, die ihre gelernten Sachen versuchen in der echten Welt anzuwenden und dann sich wundern, warum das nicht klappt. Oder alteingesessene Leute, die aus anderen Branchen kommen, die gefeuert wurden und versuchen in Spielindustrie einen Geldmarkt zu sehen, der er einfach nicht ist. Es ist ein Kunstmarkt. Du brauchst da ganz andere Leute. Wo ist denn das richtige Loch? Hä? Das ist das Loch, was ich angefangen hatte. Und dann habe ich doch das alte gefunden. Wo ist denn das alte jetzt hin? Hä? Where is the Loch? Wer ist der Loch? Wer ist der Loch? Wer ist der Loch? Da ist der Loch. Wo ist das andere? Da. Ah, okay. Also in die Richtung. Das sieht doch echt eklig aus, oder? Da müssen wir hin. Und runter. Sprengen. Ja, ja, ja. Inventar voll. Release war ja eigentlich von Ende 23 angesetzt. Also wurde schon verschoben. Ja gut, dass Sachen verschoben werden, ist heute ja auch eher gängige Praxis, nicht wahr? Okay, Sprengung in 3, 2, 1. Sehr gut. Machen wir es so. 3, 2, 1. Sehr schön. Dann würde ich sagen, noch einmal evazier. 3, 2, 1. Und dann... Oh, zu wenig Platz. Natürlich. Natürlich haben wir zu wenig Platz. Das ist schlecht. Kannst du ja einfach neben der Sprengung stehen bleiben. Ja, natürlich. Ich bin ja unkaputtbar. Ich bin aus Adamantit. Wie wir vorhin festgestellt haben. Hoja, tschakalaka. Mich kann nichts aufhalten. Gar nichts. Außer mein eigenes Ich. Ja, jetzt ist nur das Problem, ich habe echt gar keinen Platz. Okay, wartet mal. Ich weiß, was ich machen kann. Ist das die richtige Höhe? Ja, ich würde sagen, ja, oder? Können wir doch hier das so machen. Ah, immer noch kein Platz. Hat nicht gereicht. Oh, 27. Ja, das wird nicht
reichen. Sophie ist hier nicht weggesprengt. Shit. Ich komme auch gar nicht raus gerade, nicht? Oder? Doch, ich kann hochschwimmen. Och, Glück. Kann auch nichts weiter herstellen. Weil ich einfach voll bin. Der Grund, warum das Spiel nichts für mich ist, ich kann da nicht mit so einem Robot. Das macht bei mir so ein Bäh-Gefühl. Okay. Ja, man sieht ihn ja gar nicht. Also bei Satisfactory bist du ja quasi auch nicht wirklich ein Mensch. Aber ja, ich finde, Roboter ist meistens relativ nicht kurzfristig gedacht, sondern die behelfen sich damit, die haben halt kein Animationsstudio, aber der Charakter muss animiert sein. Also nimmt man einen Roboter, der klotzartig sich bewegen darf und hat damit, glaube ich, dann seine Ruhe einfach. So, haben wir jetzt Platz gewonnen. Ja, genau einen Platz haben wir gewonnen dadurch. Und wenn ich noch 10 wegbaue, haben wir sogar noch einen zweiten Platz gewonnen. Wenn ich die noch reinpacke, jemals, dann haben wir sogar fast 2 Plätze gewonnen. Sehr schön. Ich muss hier unten nur ein bisschen abbauen. Aber ja, also gerade bei Life is You, da war eigentlich schon abzusehen, das kann man eigentlich nicht schaffen, nicht? Als Game, das ist zu groß. Fand ich zumindest so vom Gefühl her. Ich meine, gut, dass man sich rangetraut hat, weil ich habe zum Beispiel Sims 4 nochmal ausgepackt. Gibt es ja jetzt in dieser Free-Version. Damals rauf und runter gespielt auch. Auch 2 und 1. 1 besonders natürlich. Aber das kannst du heute nicht mehr bedienen. Das sieht alles verzerrt aus. Breiig, pixelig. Die Mausbedienung funktioniert einfach gar nicht mehr, wie man es gewöhnt ist. Klar, wenn man nur das spielt, dann fällt es einem nicht auf. Aber Bedienungen und Spieleeingaben entwickeln sich weiter. Und da hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass das so ein bisschen Druck auf die Sims-Macher EA halt auch gibt. Dass sie vielleicht auch nochmal da ein bisschen was investieren. Aber klar, warum, wenn es keine Konkurrenz gibt und das läuft und die Leute es kaufen, warum überhaupt Geld ausgeben? Ich meine, alle Sims-Add-ons zusammen kosten wie viel? Eine 500 Millionen oder so. Das ist ja, da musst du ja 5 Nieren von verkaufen, damit du das alles kannst. Nur Kotzerei Sims 4 bei dir. Und warum? Ich finde auch, ja, bei mir ist es wegen der Steuerung und wegen, das sieht einfach so verzerrt aus. Jetzt unabhängig von den komischen Marketing-Sachen, die da laufen oder gelaufen sind, mit dem Ausgaben etc. Sims 3 war fantastisch. Habe ich zum Beispiel am wenigsten gespielt, aber einfach, weil ich glaube ich auch in dem Alter war, wo es mich nicht mehr so abgeholt hat, dann Familie gründen. Oder ich glaube, das war auch dann die WoW-Zeit schon, wo dann das halt alles interessanter war. Oh, ich höre wirklich mal Gewitter heute. Dreimal angekündigt, jetzt ist es wirklich mal da. Sehr schön. So, Inventar ist voll. Können wir nochmal mehr Sprengstoff herstellen? Jetzt habe ich wieder so viel Sprengstoff hergestellt, obwohl wir nicht brauchen, gerade. Aber den können wir dann später benutzen, nicht wahr? Das ist nicht schlecht. So, und hier kann ich doch den Fahrstuhl aufstellen. Das sieht doch nach einem Plan aus. Wo ist der Fahrstuhl? Habe ich nicht mehr. Dann müssen wir den nehmen. Kann ich den wenigstens. Was mir hier zum Beispiel gefällt, sind einfach auch die Konzepte. So grundlegend, ne? Ich weiß gar nicht, von wo komme ich denn runter? Von da. Okay, ja. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Stelle, wo man runterkommt. Hätte ich vielleicht ein bisschen anders planen sollen. Aber es ist, wie es ist. Vielleicht mache ich nochmal eine zweite und mache das zu, das Loch. Das wäre auch eine Option.
Ich meine, wir müssen ja eh die Wand hier noch ordentlich zuzimmern. Ich brauche dafür ein bisschen Stein. Und dann machen wir das zu. Inventar ist voll. Ach nee, wirklich. Ist das Inventar voll? Sag bloß. Sims 3 hatte so viele Freiheiten. Bei Sims 4 war alles wieder separiert. Und das Fahrrad. Also Eingabemethoden. Ja, ja, ja. Also Sims 4 war auch wirklich das, was ich, glaube ich, gar nicht großartig gespielt habe. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern. Ich fand auch, das hat mit diesen ganzen Abläufen nicht mehr so funktioniert, nicht? Früher hast du schon in Sim 1 gesagt, gehe duschen, gehe kochen, mache dies, mache das. Dann hat er die 5 Sachen gemacht. Jetzt machst du bei Sims 4 3 Sachen und dann geht er zwischendurch noch das machen, dann macht er noch das. Hallo, mach bitte das. Nein, ich habe jetzt keine Lust, ich mache jetzt das. Boah, das ist doch kein Charaktersteuern. Das ist doch einfach nur nervig, die ganze Zeit irgendwie dann den wieder in Gemütszustand kriegen. Dann heult er die ganze Zeit, weil er irgendwie Nervenzusammenbruch hat. Wow, toll, macht richtig Spaß, Sims 4. Das hatte man in 1 ganz selten halt. Außer man hat den Sims wirklich zu Tode geärgert und ihn nicht auf Toilette gehen lassen. Aber wenn er auf Toilette war, war er wieder glücklich. Also. Ah, ja, ja. Also da haben mir schon die ganzen Grundprinzipien nicht mehr so zugesagt. Zusätzlich zum ganzen Rest. Okay. So. Was haben wir noch? Sprengstoff können wir nicht mehr herstellen. Weil, was fehlt ihm? Die Spulen, nicht? Shit. Das heißt, die 11 Dinger kriegen wir gerade nicht durch. Aber wir wollten 6 davon bauen. Dann lasst uns doch die mal setzen. 1, 2. So, wo kommt man runter? Da. 3, 1, 2, 3. Oh, ja, kann ich nicht mehr umbauen. Einmal gesetzt. Wobei. Aber ist ja egal. Das hier gucken wir unten nie wieder hin. Von daher kann uns das alles wumpi sein. Oh, so, so, das funktioniert. Ja, hier müssen wir auch so machen. Und dann kommt er da nicht ran. Okay. Das können wir ändern. So. So. Okay. Dann werden die schon mal bereit. So, dann kriegen die hier ihren Stromding. Also theoretisch kommt der Strom jetzt von hier runter. Das heißt, ich könnte das Ding auch da hinsetzen. Ich meine, ich muss ja nicht krasser bauen, als ich denke, nicht? Machen wir einfach hier noch einen Weg nach oben. Für den Strom. Und das ist gut. Da gab es mega Einstellungen für. Bei Sims 4. Oh, ist gar nicht so hoch. Okay, und hier müssen wir auf die richtige Höhe kommen. Die Plattform muss auf Höhe 136. 130, 31, ich glaube 135 ist hier. Das heißt, genau unter diesen Dingern. Okay, machen wir erstmal so. Dann reißen wir es wieder ab. Warte, wir gehen erst auf die richtige Seite. Ja, okay, oder ich komme da nicht rüber. Oh nee. Wer hat denn das gebaut?
So eine Scheiße. Okay, Leitern kann ich auch nicht mehr bauen. Ah, aber ich könnte hier die scheiß Erde könnte ich zerstören. Wunderbar. Dann hätten wir wieder einen Platz frei. Dann könnte ich nämlich Leitern herstellen. Dann können wir nämlich hoch und runter gehen. Das ist schon mal eine halbe Miete, nicht wahr? Ach so, dass sie keinen freien Willen haben oder so. Ah, das kommt man umstellen. Siehst du, habe ich nie herausgefunden. Aber ja, irgendwann war es halt auch einfach... Man war genervt, dann wollte man sich gar nicht auch weiter mit beschäftigen. Und dann... ist das halt immer schade. So, wo ist denn der Eingang? Warte mal. Irgendwo hier. Nein. 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 Da. Okay. Wir wollen einfach hier drauf hochgehen. Hä? Warum hat er die eigentlich nicht entfernt? Hätte ich nicht gesagt, alle entfernen? Naja, gut. So. Und dann müssen wir eigentlich bis zur Plattform hoch. Da habe ich nicht genug hergestellt. Aber grundsätzlich, also ich weiß nicht, ich glaube, das hat aber auch nichts mit Verklärtheit zu tun von unserer Seite. Aber Spiele früher hatten einfach, schwer zu beschreiben, mehr Seele, Tiefgang oder so. Vielleicht, weil die Ideen neuer waren. Heutzutage wird ja alles immer nur noch auch Remake, Remastered, Remake, Remastered, weil sie genau wissen, oh, wir kriegen es gar nicht besser hin. Ja? Was ist denn hier im Weg? Das Wasser oder was? Okay, irgendwas hat ihn gerade gestört. Und das finde ich ein bisschen, aber auch schade. So, dass man gar nicht mehr ja mal was Neues sieht. Zum Beispiel Fable damals oder auch Black and White. So richtige Nischensachen eigentlich. Aber irgendwie auch cool. Heutzutage muss man halt irgendwie hoffen, dass Indie-Games dann rauskommen, die da diese Lücke schließen. Aber man hätte doch auch gern mal wieder irgendwie ein professionelles Spiel in dieser Richtung. Also, nicht nur ein Gothic Remake, ich hätte auch gerne einfach mal ein richtiges Gothic und nicht mit den Grafik an und Animationen von Anno dazu mal. Ich meine, Starfield, so viel Potenzial und dann die Gesichter, wie, allein wie die aussahen. Oh, Leute, also das kriegt man doch heutzutage alles besser hin. Also, das war schon sehr enttäuschend. Da fehlt doch irgendwie was. Das ist doch alles nur noch Geld. Geldmacherei oder so. Man muss sich Zeit nehmen und nach den Indies suchen. Ja, so habe ich auch nur das gefunden, nicht? Also das ist ja genauso ein Indie-Game. Kein großes Studio. Ja, wir machen das in die Richtung mit dem. Dann können wir das hier nämlich wegnehmen, sauber. Das passt mir eigentlich ganz gut. Und dann gehen wir nicht in die Breite, sondern in die Länge in die Richtung. Finde ich auch okay. So, dann wäre das unsere Begrenzungsrahmen. Und dann ab in die Richtung. Und ab in die Richtung. Und dann müssen wir das Zeug hier erstmal speichern, was da rauskommt. So, zweimal das. Dann brauchen wir einen Logistikcontainer. Den haben wir noch. Der kommt dann irgendwo, weiß nicht, auf hier so eine Höhe hin. Dann müssen wir noch entscheiden, wo. Und dann kommen da die Sachen ran. Solange ich da unten noch keinen Strom habe, ist es nicht so wichtig.
Und dann haben wir gesagt, wir haben die Zerrütter. Wo sind denn die? Habe ich nicht mehr im Inventar. Zerkleinerer, da 12 Stück. Boah, bei 12 Stück. Da müssen wir jetzt planen. 12. Durch 4 sind 3. Okay. Das heißt, wir brauchen eigentlich 3 Ausgänge. Dann würde ich sagen, der eine Ausgang. Hier in die Richtung erweitern wir nicht mehr, nicht? Dann der erste Ausgang machen wir so. Da kommt raus, da kommt ran. Und das muss ich jetzt auf wie viel verteilen? 1, 2, 3, 4. Auf 4, also nochmal auf 2, 2. Okay, das heißt, auf die Höhe machen wir den mal dahin. Ja, das wird nicht passen. So. Dann kriegen die das, weil die Dinger immer so einen hohen Abstand haben. Und da kommen jetzt die noch ran. Ja, das würde nicht reichen. Ja, vergesse ich immer. Die ganzen AAs kann man ja eigentlich erst nach einem halben Jahr nach Release zocken. Ja, eben. Die haben halt wirtschaftlich müssen sie rauskommen, dann kommen sie raus, dann sind sie nicht fertig oder nicht zu Ende gedacht. Dann wird alles umgebaut. Inzwischen kommen auch Quadruple-A-Spiele raus. Weiß ja nicht. Okay, nochmal. Jetzt können wir ein bisschen mehr Platz lassen. Also auf der Höhe. Okay, jetzt passt's. Dann du daran und du daran. Du freust dich auf Dragon Age. Ich freue mich auch. Also ich muss sagen, Dragon Age Origins hatte ich damals auf... dafür hatte ich mir die Xbox One sogar geholt. Als das Spiel rauskam, Xbox One, dieses Spiel und noch irgendein Spiel. Also Dragon Age Inquisition. Das habe ich gespielt. Ja, das war richtig gut. Also es hat mir richtig Spaß gemacht. Auch wenn ich es irgendwie nicht durchgespielt habe und nicht alles erreicht habe, hatte ich doch sehr viel Freude damit. Und ich glaube, das ist ja auch das, was ein Spiel ausmacht. Also, ich habe viele Spiele an der Konsole, die ich einfach auch nicht mehr gespielt habe, weil ich sie nur an der Konsole habe, aber inzwischen, ich würde heutzutage nicht mehr an der Konsole spielen. Das ist einfach durch Stream und Sachen hat sich alles wieder an den Rechner verlagert. Ohne Stream würde ich zum Beispiel wieder Konsolenspieler eher werden. Also, das hängt immer von Faktoren ab, nicht wahr? So, dann haben wir die auch. Klonk. Ich werde mir Inquisition demnächst mal holen und im August soll, glaube ich, das Neue dann kommen. Gut, du kannst damit rechnen, es wird im Oktober kommen. Also es wird nochmal verschoben, definitiv. Alles andere würde mich wundern. Und wenn es pünktlich kommt, dann, wie du schon sagst, solltest du nochmal ein bisschen warten, bis man spielen kann. Ich habe Kingdom of Amalur geliebt und ich habe mich... Und das sah so in die Richtung aus. Das sagt mir zum Beispiel gar nichts. Kingdom of Amalur. Es gibt halt einfach so viele Spiele und Spielreihen. Und ich lasse viele halt wirklich einfach aus. Ich muss hundertprozentig von irgendeinem Spiel, weil ich es irgendwo gesehen habe, sagen, boah, da hätte ich jetzt wirklich Lust drauf, das selber zu spielen. Deswegen hole ich es mir. Hätte ich vielleicht auch bei Starfield machen sollen.
und erstmal warten, aber ich war so mitgerissen, dass ich eigentlich gesagt habe, das kann doch eigentlich nicht schlecht werden. Aber was habe ich auch bei City Skylines gedacht? Und ich glaube, spätestens als ich jetzt zweimal so in die Fresse bekommen habe, habe ich mir danach überhaupt noch mal ein Spiel geholt? Ich glaube, nach... Ich habe mir kein Spiel mehr geholt nach City Skylines Debakel und Starfield. Also, das waren so eine Garanten, wo ich gesagt hätte, da kann nichts schief gehen. Aber es ging doch schief. Okay. So, dann kommen die Zerrütterer zusammen. Und... Dingy Dongy. Fließen die dann zusammen in... Ich glaube, ich habe da unten einen Stein irgendwo hingesetzt. Zusammen. Ich würde die erstmal in Zweiern auch wieder zusammenfassen. Ich glaube, sonst reichen die Kapazitäten nicht. Ich habe ja gemerkt, wenn ich das anders baue nicht, dann haben wir Probleme. Also dieses Zusammenstacken ist schon nicht schlecht mit den Dingern. Dieses T-System, das bringt Ungleichgewicht. Da muss ich vielleicht hinten auch nochmal komplett umbauen. Okay. Das wären als Ausgänge. Ausgänge. Wir haben schon wieder nicht genug Platten. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass die uns nochmal ausgehen. Aber anscheinend sind sie das. Und wir brauchen noch, bevor wir nach hinten laufen, elektronische Komponenten. Dann können wir nämlich noch den ganzen Sprengstoff weglegen erstmal. Das brauchen wir ja nicht mehr. Es ist zu früh, um über City zu sprechen. Ah, ja. Ah, hier sind sie doch. Ah, ich hatte doch mehr. Sagt mir das doch. Warte. Na? Shift. So. Da sind doch 700. Da brauche ich ja noch gar nicht nach vorne laufen. Zumindest nicht für diese Folge. So. Und Sprengstoff, wo bist du? So, dann ist das nämlich auch leer. Sehr gut. Und, oh, davon habe ich 200. Die brauche ich öfter jetzt, nicht? Die Dinger. Aber 200 mitnehmen reicht. Da haben wir auf jeden Fall sehr viel heute geschafft. Hier kommen dann Wegpunkte erstellen. Energiezellen. Haben wir wirklich den zweiten Punkt geschafft. Und dann müssen wir herausfinden, wo wir die Stäbe herkriegen. Also ich weiß das echt noch nicht. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist wirklich dieser Weltraumhandel. Wo war der? Verkaufslager. Tiefenpumpeneffizienz können wir nicht. Wir können eigentlich wirklich nur das Verkaufslager. Und da müssen wir, glaube ich, dann auch die Stäbe herhandeln. Also ich glaube, wir können nicht die Stäbe herstellen selber. So sieht das für mich aus. Wir haben zumindest kein Rezept. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich das Rezept dann herbekomme. Das Upgrade-Menü sieht übrigens genauso aus wie Factorio. Echt? Okay. Ja, ich muss sagen, es ist besser, sich an was zu orientieren, was funktioniert, anstatt dann was ganz Schlechtes zu machen. Nur meistens orientieren sich Menschen an Sachen, die vorher schon schlecht sind und machen sie noch schlechter. Da kann man ja eigentlich dann froh sein, wenn es mal gut wird. Okay, die machen wir zusammen. Die machen wir zusammen
Oh, wir haben kein... Oh. Bandausgleicher mehr. Die stellen wir aber mal her. Die haben wir echt nicht mehr. Wir haben auch von den 2000 Förderbändern nur noch 800 übrig. Wenn wir das nach vorne liefern, dann müssen wir also auch nochmal neue bauen. Oh Mann, Mann, Mann. Und unten der Keller ist noch nicht fertig. Wir müssen Strom überall hinliefern. Also ich sehe da noch einiges an Aufgaben an uns hängen. Und dann haben wir erstmal nur die Stufe 4, sodass wir weiter forschen können. Und trotzdem muss ich sagen, mich motiviert's, immer mal wieder in das Spiel reinzugucken, nicht? Es gibt Spiele, wo ich sage irgendwann so, nee, gar keine Lust mehr. Aber hier aktuell ist es so, klar, ich will auch mal eine Pause von dem Game. Und was anderes machen. Aber man kommt immer wieder zurück, weil man doch noch fertig werden will mit der einen oder anderen Geschichte. Finde ich halt einfach schön. So dieses Gefühl, was zu haben, nicht? Einfach. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht hier. Das ist schlecht. Das Problem ist, wenn ich da ranlaufe, dann kriegen wir da den zweiten nicht mehr hin. Wenn ich den einen nach vorne mache... Wenn das geht, müssen wir es halt machen, aber dann sieht es halt komisch aus, aber was soll ich tun? Wir haben nicht genug Platz. Oh. Und mit City Skylines übermorgen. Da ist eh, der nächste Monat ist gesichert an Spiel, nicht? Also egal, was da kommt oder was ist. Dieses Asaka kommt auch noch raus. Oder Asuka. Wollte ich eigentlich auch angucken. Aber es kommt zum falschen Zeitpunkt raus. Worker and Resources gewinnt bei mir auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass... Also, das war ja auch schon so gut. Ich habe jetzt nur nicht nochmal eine neue Staffel angefangen, weil halt die 1-0 angekündigt wurde. Deswegen haben wir da jetzt ja die 2 Monate ein bisschen Pause gehabt und mal was anderes noch gehabt. War für den Kanal, glaube ich, auch ganz gut. Wobei ich sagen muss, was auf YouTube unglaublich gut geguckt wird, ist Bounty Train. Das hätte ich nicht geglaubt. Aber es ist so. Also Bounty Train geht wie geschnitten Brot für meine Verhältnisse. Die Videos haben teilweise 100, 200, 300 Aufrufe. Das hatte immer ein einzelnes Video in 8 Jahren, nicht? Und bei denen durchgängig. Also da habe ich schon überlegt, ob ich das DLC hole. Das Spiel hat ja auch Spaß gemacht. Und das DLC kostet 1,99. Dass man da dann auch nochmal anfängt. Aber ja, erstmal jetzt Worker Resources. Okay, dann hätten wir hier die Rüttelmaschine. Die würde alles rütteln. Dann brauchen wir den Strom unten. Wo ist Strom? Wo ist Strom? Können wir den nicht herstellen? Strom, 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 Strom. Ja, können wir nicht. Uns fehlen Stäbe, aber wir sind zum Glück in der Nähe der Stäbe. Und was wir auch sehen, es ist schon wieder eine Folge vorbei. Das heißt, wir haben echt viel geschafft. Wir werden dann in der nächsten Folge auch das Dings hinbekommen, die Energiedinger und uns das Verkaufslager angucken. Da. Da bin ich schon mal gespannt drauf. Ich sage, bis morgen zur nächsten Folge.